Herzlich willkommen, ihr Schülerinnen und Schüler, ihr Schülerinnen, ihr Schülerinnen, ihr Lernende und natürlich auch an die Lehrkräfte, an die Lehrer, an die Lehrerinnen, an die Lehrenden. Ich hoffe, es fühlen sich jetzt wirklich alle angesprochen und es ist nicht so, dass vielleicht sich jemand vor den Kopf gestoßen fühlt. Meiner Meinung nach sollte nicht gegendert werden. Es ist ein Zeichen, dass Deutschland keine anderen Probleme hat. Es gibt wichtigere Fragen, die besprochen werden sollten. Gut, das ist ganz eindeutig eine Meinung und ich habe genau dazu die Frage, nämlich die letzte Mentimeter-Frage, die heißt, wie ist jetzt deine Einstellung zum Gendern nach der Diskussion? Also Gendern finde ich ab jetzt klasse, Gendern finde ich ab jetzt doof, Gendern finde ich weiterhin super, Gendern finde ich weiterhin unnötig oder habe da keine Meinung. Und es ist schon fleißig abgestimmt worden. Vorne liegen gerade 2 gleich auf. Gendern finde ich weiterhin unnötig und habe da keine Meinung. Gendern finde ich ab jetzt klasse, hat leider gar niemand also es hat niemand überzeugt, die Runde jetzt. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Aufruf, sozusagen nächstes Jahr wieder diese Veranstaltung zu machen, ob sich was verändert hat in einem Jahr. Gendern finde ich ab jetzt klasse, findet etwas Zuspruch, aber weiterhin ist ganz vorne, Gendern finde ich weiterhin unnötig. Das heißt aber auch, dass wir tatsächlich irgendwann vielleicht nochmal die Diskussion führen müssen, sozusagen wie wir die Veränderung weiterkriegen, also wie wir sie schneller vorankriegen und nicht sozusagen Gremien es beschließen und dann vielleicht die SchülerInnenschaft nicht mitgenommen wird, sondern eben quasi wirklich irgendwie der SprecherInnenrat sagt, ja, wir wollen jetzt gendern, aber eben es unten nicht ankommt.